Ja, das ist ja nichts dagegen, noch mal durch dieses, durch diesen Höllentunnel zu fliegen, oder? Oh mein Gott, wir sind da. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zu unserer heutigen Ausgabe von Star Wars Jedi Survivor. Wir sind hier auf Tenelor. Ich war gerade wieder hier auf diesen einen Planeten, hat man im letzten Part vielleicht gesehen. Entschuldigung. Und haben wir diese eine Trophäe noch abgeholt, ihre Poste-Trophäe, wo man einen Gegner parieren muss, den man mit Machtmagnet angezogen hat. Musste mir dafür alle meine Fähigkeiten hier zurückerstatten, weil ich hatte diese eine Fähigkeit gehabt, die meinen Machtgriff zu stark gemacht haben, und deswegen konnte ich nicht diese Trophäe hier bekommen. So, ist meine Knarre jetzt eigentlich immer noch... Warum ist meine Knarre immer noch weiß? Was ist hier eigentlich los? Wer die rot ist, was ist ja eigentlich los? Warum ist sie so gebleicht auf einmal? Zum Warum? Habe ich das mal irgendwann geändert? Oh. Seit wann ist das denn hier ein Ding? Ja, ist wie eine echte Knarre. So ein echter Revolver. Haben sich diese Funktion jetzt erst? Alter. So, warum bist du in dieser komischen Farbe? So, ja, jetzt sind die Farben wieder alle richtig. Mein Gott. Ich weiß nicht, warum sich die Farbe hier geändert hat. Ja, ich habe absichtlich imperiale Farben genommen, ne? Mein Lichtschwert ist weiß und grün, das ist schwarz und rot, und BD ist blau und Gold. Sieht aus, als wäre er irgendwie ein Kind von R2D2 und C3PO. Und ja, mein Blaster hat imperiale Farben, weil ich darauf aufmerksam machen will, dass das Imperium böse ist, und mein Lichtschwert ist grün und weiß, weil das sind voll die die guten Farben, ne? so Hoffnung und Licht und all so was, ne? Deswegen, ja, ich laufe mal mit der Parierstange wieder rum, ne? Also Tanalor, es ist nicht so, wie du es erwartet hast. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. So viel hat sich verändert, seit ich den Namen zum ersten Mal hörte. Rot. Alles klar, schnappen wir uns Boot. Ich hoffe, er wird jetzt nicht so ein kleiner chilliger Walk einfach nur zu dem, ne? Auf diesem Weg kommen wir zum Tempel. Vor langer Zeit haben Dagon und Santari Cree hier ihre Zukunft geplant. Und wohin hat es sie gebracht? In den Tod. Oh, ich habe das Gefühl, der Planet wird nicht so groß sein. Wir werden schon leicht Bow treffen. Gut, kann man machen, ne? Ich habe ja auch hier die Großmeister umgestellt, ne? Bin immer so paranoid, wenn ich dann einmal umstelle. Warte, warte, warte. Was springt von Dialogzeilen? Nein. Florierenden Gärten. Ja, ein ziemlich ein ziemlich langweiligen Planeten aus, ne? Ich meine, ist klar, alles ist ja voll schön, aber das hier friedlich endet. Er hat bereits Verrat und Mord damit gerechtfertigt, ein Vater zu sein. Jetzt haben wir ihn in die Ecke gedrängt und er kann nirgends hin. Er wird uns töten oder getötet werden. Also sobald ihr irgendwie Zivilisation hinkommt, so... Also, sag was! Also sobald ihr... Aber was ist mit Katar? Sie ist nicht viel jünger, als wir es waren, als uns unsere Familien genommen wurden. Nehmen wir sie einfach auf. Ich weiß.
Wir beide werden diesen Verlust für den Rest unseres Lebens mit uns tragen. Aber Cutter hat immer noch eine Chance. Ja, also schön. Wir geben Boat die Chance, sich zu ergeben. Für Cutter. Und für uns. Ich kann jetzt schon vorausschauen, wie das hier ablaufen wird. Wir werden Boat töten und wir kümmern uns um Cutter. Und dann ist sie Teil der Crew für den nächsten Teil des Spiels. So stelle ich mir halt irgendwie vor, Entweder das oder wir metzeln die ab, keine Ahnung. Aber ja, wie gesagt, ich finde, der Ort sieht irgendwie voll langweilig aus. Sieht nicht unschön aus, so designmäßig, aber hier zu leben würde ich mir voll langweilig vorstellen. Sobald hier irgendeine Zivilisation sich niederlässt, zum Beispiel irgendwie eine Gruppe von Leuten oder so, dann sieht das sowieso alles hier nach Chaos wieder aus, Oder ist ja alles unberührte Natur, aber sobald die Menschheit da auftaucht, geht sowieso alles drunter und drüber. Ja, wir sind schon leicht da, Also ich glaube, da kommt gleich echt nur der Kampf gegen Boat. Mir fehlt aber nur ein Gegner, den ich noch nicht gescannt hat. Also ich weiß nicht, ob mir ein Gegner fehlt, aber mir fehlen auf jeden Fall noch Gegner. Ich nehme jetzt nicht an, dass das noch so viele sein werden. Und das sieht nach einer riesigen Kampfarena hier aus. Ich denke ständig an etwas, das sie einmal gesagt hat. Eine Warnung. Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite. Ich empfinde so viel Hass auf Bord. Sia hat ihren Kampf mit der dunklen Seite gewonnen. Das wirst du auch. Bro, da ist ein Schiff. Oh, nein. Er ist immer noch hier. Gut. Gut. Gleich nicht mehr. Wir können sein Schiff auseinandernehmen. Das wäre ein intelligenter Move, Wir nehmen einfach sein Schiff und schmeißen jetzt in den Abgrund. Stell ich mir. Dann kann er wenigstens nicht mehr flüchten, wenn er ja fertig ist, Mal so was denken wir nicht, Hey, Bonsai. Bonsai! Rückzug zum Tempel. Die Nile nehmen unsere Stellung in die Zange. Meister Gera, das ist ein Befehl. Jetzt das Gefecht. Ich habe ja Orte, die gar nicht auf der Karte verzeichnet sind. Kann mich bewegen. Leute, die es gar nicht gibt. Alter. Na gut. Na gut, Boat. Was, Marin? Wo bist du? Renne immer noch vor Wut, dich zu erledigen. Was hat einer mit dem Lichtschwert? Ernsthaft, da willst du nicht untersuchen, BD? Dieses architektische Wunder hier. Naja, lieber den Brunnen. Warum auch diese Statuen oder so, Wahrscheinlich irgendeine Bedeutung haben oder so. Ja, rückblickend betrachtet macht es auch keinen Sinn, dass hier Gegner sind, Wo das hier ja. Hörst du das? Cutter. Was ja hier dieser abgeschiedene Ort sein soll, Also ist ja irgendwie klar, dass hier keine. Dass hier keine Gegner sind, So. Keine Sorge. Ich werde auf sie drauf zielen. Also, wenn sie irgendwelche Macken macht, dann. Habe ich sie im Visier. Oh, ich hatte schon gleich alles erkundet. Was wollen die beiden alleine hier machen?
Okay. Ich glaube, sie wird jetzt mir nicht übel nehmen, dass ich ihren Vater abschlachten werde. So. Ja, man, hier kommt dann nur der Kampf gegen Boat dann. Also klar, gut. Kann man mal machen, kann man ja machen, ne? Was andere habe ich hier, ne? So. Ich habe mich noch für den letzten Kampf vernünftig anziehen. Ja. Zweck der Erinnerung. Ich war. Ja, das weckt Erinnerung. Ich sehe die ganzen Dings nicht. Check. Welche Klamotte nehmen wir denn hier? Mal leben, naja, nehmen wir die, ne? So sieht er ja jetzt aus, ne? Die Vergangenheit ist jetzt. Hat der Schauspieler von Cal hier, also der Motion Capture Typ hier, der Cal repräsentiert, hat er nicht auch irgendwie gesagt, so, ich werde nur diese Rolle spielen, wenn es wieder einen Poncho gibt? Irgendwie sowas hat er gesagt, ne? Weil Leute haben gesehen, ja, man kann sich ein Bart wachsen lassen und so und so. Und seine Frage war, wird es einen Poncho geben? Das war ihn am wichtigsten. So, hey. Na, Kleine, wo ist dein Dad? Ich will mich mit ihm unterhalten. BD1. Hey, Cutter. Das ist Marin. Sie ist eine Freundin. Tut mir leid, dass Papa dir wehgetan hat. Ja. Er sagte, ich würde dich nie wiedersehen. Was machst du hier? Cutter, dein Vater hat etwas sehr Wichtiges gestohlen. Wir fragen ihn, ob er es zurückgibt. Zeigst du uns den Weg? Okay. Komm mit. Ich mag es hier nicht. Es ist dunkel und einsam. Du musst keine Angst haben. Besser? Nee, irgendwie noch gruseliger. Du bist sehr hübsch. Findest du nicht auch Kerl? Was? Da sehe ich noch ein Echo. Wie seid ihr hergekommen? Es war nicht einfach. Ihr hättet uns nicht folgen sollen. Aber nicht! Bleib zurück, Cutter! Es ist der einzige Weg, dass du sicher bist. Sie wird sicher sein. Das verspreche ich, Boat. Aber hör mir zu. Es ist vorbei. Leg deine Waffen nieder. Dieser Planet wird eine Zuflucht für alle sein, die vom Imperium verfolgt werden. Auch für Cutter. Und für dich. Aber du musst dich ergeben. Jetzt.
Geh nach draußen, Cutter. Hör auf sie, bitte! Los geht's! Ich werde entscheiden, was das Beste für meine Familie ist. Ja. Ah. Ihr werdet uns nicht entkommen. Ich meine, es sehr an, dass ich das beim ersten Mal schaffe, ne? Oh. Wie geht's deiner Schwester? Verdammt. Ah. Ah, ich dachte, ich habe ja einfach voll verzögert, du Sack. Was? Merit? Ich dachte, wir müssen helfen. Oh. Ja, okay. Überraschung, Überraschung. Ich bin beim ersten Mal gestorben. Gut. Wo ist das Kind? Nicht hier. Unsere Entscheidung ist endgültig. Ja, wahrscheinlich irgendwo so ein kleiner oder legendären Gegner oder so verpasst, ne? Er ist bereit zu kämpfen. Und das bewundere ich. Aber wir werden nicht nur sein Leben riskieren. Die Schiffe starten. Wir haben keine Zeit. Ich schlage vor, ihr beide kommt mit. Warte, hier unten ist da irgendwas anscheinend. Ja. Irgendwas ist doch hier. What? Kann er aber nicht runter. Du sag. Gut. Nochmal. Mitten ins Herz. Ich habe ja Paranoid, aber ich spiele auch hier die Großmeister, ja. Lauf weg, solange du noch kannst. Oh, was? Ja, entschuldige, was? Ich war da noch fast voller AP. Boah. Na gut. Der könnte ein bisschen nervig werden und ein bisschen Zeit beanspruchen. Nein, ich habe daneben gehauen. Warte, was? Hey, was machst du denn da? War weg damit. Nein. Ach, du Sack. Ah. Oh, sehr gut, danke. Wo ist das? Oh. Ja. Oh. Okay. Das klappen wir uns hier unten, alles klar. Ah, geh weg. Oh, was zum? Ah. Ich habe gegen Darth Vader gekämpft, da werde ich dich auch schaffen.
Mein Kerl hat nicht gegen Darth Vader gekämpft, aber wisst schon, was ich meine, ne? Was ist das? Oh, ich hasse diese verzögerten Schüsse, ey. Nein. Au. Boah, ich musste. Nein! Boah, ist doch gut. Ist doch mal gut, Kollege. Ah. Ja, du Stück. Da greift noch mal alles klar. Ich nehme jetzt mal einfach an, so Machtschübe und so was bringen bei denen sowieso nichts, deswegen setzt er doch nicht ein. Wow. Ja, super. Hierher, Kumpel. Ah, sehr gut. Ja, bestimmt gespürt. Bitte nicht haut. Ah, wie kannst du das wagen? Oh. Mach mich nicht wütend. Du wirst es nicht mögen, wenn ich wütend werde. Bis dein Lichtschwert sich irgendwann rot färbt, ey. Mit einem Kampf. Das Gesicht. Nur ein Stim merke ich gerade. Au! Demon Fang? Ah! Oh mein Gott. Ja, oh, diese ganz. Jetzt muss ich mir die ganzen Cutscenes wahrscheinlich mal anschauen, ne, wenn ich hier gegen kämpfe. Kann ich hier so runterlaufen? Klappt hier was wird. Ins Gesicht. Lenk ihn ab. Ich greife aus den Schatten an. Aber wenn du mich nicht ein paar Mal damit treffen würdest, wäre so super. Vielleicht ein bisschen defensiver kämpfen. Ja, ich habe auch geschossen. Mein Kopfhörerkabel kommt mir die ganze Zeit hier im Weg. Und runter da. Puh.
bist du denn, der Mann? Ah! Ich wurde noch gar nicht getroffen bisher. Na, oh Gott, ich muss seinen Mund aufmachen. Ja, nein! Na! Ah. Bringen wir es zu Ende. Ha! Hilf mir bitte! Boah, ich hasse diese verzögerten Schüsse. Jetzt triff mich hier jetzt mal damit. Mann, da kannst du einfach springen wahrscheinlich, ne, um da rauszukommen. Nein. Nein. Zweifelsohne kann dieser Kampf nicht zwischen unseren Fertigkeiten mit den Blaster geregelt werden. Aber sicher mit unseren Fähigkeiten mit dem Lichtschwert. Bitte. Ah, ich dachte, reicht das nur einmal, ist klar. Das wehgetan? Nein, immer wenn ich ihn ausweiche. Das gibt's nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Verschwendung ist. Boah, natürlich. Ja, lass doch mal kurz noch springen. Ich mach mal noch mal so. Aber der macht mich jetzt platt. Ja, toll, ich habe jetzt meine Wut ja voll verschwendet. Cool. Oder auch nicht. Der ist immer noch in Zeit. Okay. Das Ding ist noch am Laufen anscheinend. Jetzt am ganzen Kampfstil jetzt geändert, ey. Konnte der in Garen da auch, glaube ich. Ja. Alter, wie viele Angriffe hast du noch? Noch, ich bin doch am Blocken die ganze Zeit. Kannst rauskommen. Na, man kann's rauskommen. Ich habe den Typen erledigt. Okay, komm, das schaffen wir im Laufe dieses Parts. Das ist nicht so hoffnungslos wie bei Vader, habe ich so ein Gefühl. Macht nur dicke Schar mit einigen seiner Angriffe. Ja, okay, ist gut. Ich bin gerade erst gespawnt, Kollege. Da wollte ich eigentlich machen, aber okay. Nein. Nein. Was zum... Hey. Der hat den Angriff gar nicht angekündigt. Ah, Mensch. Oh, da kann man aus dem Banken. Ja, ah, ich wusste, es ist so komisch bewegt. Oh, das. Touchdown.
ich werde einfach mal ab, ne? Ah. Oh, ich hab schon auf. Nächster. Oh mein Gott. Aaron? Verblute! Wir brauchen Stim! Nein, ich war zu weit entfernt, das gibt's nicht. Das wehgetan? Stim, hierher! Ah! Hierher, BD! Ah. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht. Er hat eingesetzt, hat er gerade. Komm her, du Stück. Jetzt mal spare ich mir meine Dunkelheit auf, ey. Aha. Gut gemacht, Marin. Da kann ich eigentlich wunderbar anschießen. Ja, das spare ich mir jetzt auf. Kannst mal, kannst mal glauben, ey. Da. Oh Gott. Willst du mir mal BD? Ja, ist klar. Aha. Du Sack. Boah. Ey. Warte du. Werde ich mit diesem Stil hier erledigen, ob es das letzte ist, was ich tun werde. Ja, mittlerweile weiß ich. Wieso kämpfst du nicht mit? Wäre viel nützlicher. Ja, ich muss parieren, ne? Das geht nicht. Ja. Das muss ich mir mal wieder das anschauen. Und Flugramme, gosh. Ja. Na, jetzt kann ich nicht abschießen, ne? Ist ja so viel mit an Schaden, ne? Ich kenne deine Technik. Ha. Ja, warte. Der Ort hat sich selber mit seinen eigenen Granaten angeschossen. Okay, der Ort. Nein, er hat ziemlich ruhig an den Dingen ran. Weg. Komm her, läuft sehr gut gerade. Oh, komm schon. Hier, Kumpel. Ja, komm. Auf, drauf, drauf, drauf. Nein, ich will das gar nicht machen. Hierher, Kumpel. Oh, die Dinger kann ich gar nicht zurückschuben. Schießen auf ihn. Oh, sehr gut. Er lief bisher sehr gut. Aber in der letzten Phase macht er so viel Schaden. Ja, noch so viele Angriffe, die ich noch nicht kenne. Ja, ist klar. Ah.
Ich habe meine Wut noch. Wie kannst du es eigentlich? Ich will gerne meine Wut einsetzen, danke. Nicht nur du wirst mit Wut gefüllt, ich auch. Na, oh Gott. Also, was für ein Manöver hier machen? Er bringt überhaupt nichts. Oh mein Gott, ich krieg den nicht getroffen. Das gibt's nicht, ey. Ich hätte da so viel mehr Schaden raushauen können, ne? Oh, ich habe alles aus dem Fenster geworfen gerade. Nein, ich. Nein. Kann dann Ausmaß mal runtergehen. Oh Gott. Oh, da war's. Ja, da war's. Nein. Oh Gott. Oh, ins Gesicht. Bitte sag mir, was danach. Ich glaube nicht, dass es danach war. Oh, ich habe mich ein bisschen hochgehalten wegen meiner einen Fähigkeit. Ach, komm schon. Ah. Ah. Nein! Oh. Ich dachte, der Seitwärtsschritt wird noch aus. Boah, ich bin so abgegangen in der letzten Minute, ey. Oh. Ey, ich hätte so viel Schaden raushauen können mit meiner Dunkelheit. Er hat von nichts Schaden genommen, Mann. Oh, das gibt's jetzt nicht. Oh, da habe ich auch viel Schaden aus dem Fenster geworfen. Auf ihn, Merit. Auf ihn, Merit. Der hat den Angriff gegen sie gemacht. Mit der Granate. Okay. Oh, diesmal habe ich dich. Aber erstmal habe ich dich. Ich will ja mal blocken. Hey, nicht anfassen mit der Macht, sonst fasse ich dich mit meiner Macht an. Ich habe dich mit meiner Macht berührt. Doch, komm schon, der hatte doch gar nichts mehr in Ausdauer. War voll gecheatet. Nein, ich schon wieder. Oh, ich spinne. Oh ja. Ja. Aber bei ihnen hast du wenigstens mal ein paar Momente hier zu treffen. Nichts da. Nein. Jetzt komm. So ein paar Mal hier. Ich habe nicht meine Wut. Ja.
Alter. Ah. Ich würde ja nicht näher kommen, danke. Nein. Nein, das gibt's doch einfach nicht, ey. Na, jetzt komm her. Ja, da lacht, wenn ich dich hier nicht mal ein paar Mal damit kaputt haue. Warum bringt das nichts gegen den? Ich habe so das Gefühl, ich... Er macht sogar noch weniger irgendwie hier, wenn ich hier wütend werde. Mann. Boah. Oh, ehrlich. Ich weiß nicht, warum ich die Karrierestange mit habe. Ja. Gib mir ein Ziel. Ich greife aus den Schatten an. Na gut, würde ich melden. Ich könnte eine Hilfe voll gebrauchen. Ne? Aha. Nein. Hätte wohl gerne. Ich kann einfach eine überziehen mit meiner Knarre. In der Combo. Okay. Ich lade meinen Blaster auf. Du bist dran. Also das dann nicht schwer lieber bei dir halten, ne? Ah, bringt sogar. Ich soll vielleicht mal während der Kombo ja meine Knarre einsetzen. Nein, er war doch schon wieder mit der Ausdauer am Ende. Stich, 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 stich. Gucken wir das mal, ne? Da wollte ich nicht, aber okay. Da. Zack. Chill, chill. Komm her. Nein, hat. Ich immer nur so einen Schritt entfernt bin, ne? Ja, mir ins Gesicht. Ich tue immer zu weit ausweichen, Mann. So, jetzt komm. Du und ich. Da, schon wieder. Ich muss mal nur einmal anstippen, so im finalen Boss, ne? Das ist genau der richtige Moment hier, um so zu lernen, ne? Mir sowas anzugewöhnen, ne? Toll, er hat schon wieder seine... Na, diesmal war ich... Komm. Demon Fire? So, ich schätze vielleicht auch, wir waren. Bringen wir es zu Ende. Nein, ich will gerade meine Wut freien drauf lassen. Ah. Jetzt reicht. Ach, ich habe ja gar nicht diesen. Nein, bring ich nicht hier, Mund um.
Na komm. Komm her, du Stück. Nein. Jetzt. Ja. Tu das deiner Tochter nicht an. Boat, wir wissen, wie es ist, allein aufzuwachsen. Bitte hör doch auf sie, Papa. Also gut. Und wenn das Imperium kommt, könnt ihr dann mein kleines Mädchen beschützen? Es tut mir leid, Kata. Ich hab's versucht. Ja, war schon ein bisschen zu einfach. Wäre so ein bisschen gute Zeit für Wut. Da lag Boot am Boden. Ja, na gut, ne? Hat halt keine Wahl gelassen, oder? Bin mir sicher, seine Tochter wird das verstehen. Wie fühlst du dich? Besser. Danke. Schön. Wir sollten reden. Ich war nicht viel älter als du, als ich meine Familie verlor. Ja, vielen Dank, dass du dich daran erinnert hast, dass ihr Vater tot ist. Viele Jahre trug ich den Schmerz in mir. Ich wollte mich nicht besser fühlen. Wieso? Ich dachte, wenn ich den Schmerz loslasse, würde ich alle verlieren, die ich liebte. Doch ich lag falsch. Und eines Tages traf ich jemanden, der auch seine Familie verloren hatte. Gemeinsam fanden wir einen anderen Weg zu überleben. Dieser Schmerz gehört dir. Er ist ein Teil von dir. Der Tod meiner Mutter hat meinen Papa verändert. Und mich auch, schätze ich. Ja. Doch das muss dich nicht ausmachen. Und du darfst dich davon auch nicht verzehren lassen, hörst du? Ich nehme an, das ist jetzt unser Planet dann, ne? Hmm.
Ah, okay, verstehe. Muss schon sagen. Zeit halt gerade an uns vorbei. Also ein bisschen komisch, dass die Charaktere sich so schnell bewegt haben. Jetzt ist Kerl der einzige Überlebende. Einzige Survivor unter den Jedis. Ihr habt auf Bracca mein Leben gerettet. Ihr habt mich meinen eigenen Weg gehen lassen, als es mir wichtig war. Ihr habt mich gelehrt, was es heißt, ein echter Jedi zu sein. Jetzt seid ihr fort. Wir werden euer Vermächtnis fortführen, Sir. Wir werden etwas errichten, das das Imperium überdauert. Das verspreche ich, das verspreche ich. Aber ich habe Angst. Ich hätte mich fast verloren. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin für das, was kommt. Führe sie durch die Dunkelheit. Cool. Kommt noch was? Oder ist Credit Zeit? Ist Credit Zeit, okay.
Alles klar. Gut. Dann. Weiß ich nicht. Ich habe eigentlich nur damit gerechnet, dass ich nur die Woche irgendwie so beschäftigt bin, ne? Mit diesem Spiel, aber anscheinend nicht, ne? So. Ja. Weiß nicht jetzt, ob hier nach den Crates noch irgendwie was kommt, ne? So eine Andeutung auf den nächsten Teil, ne? Weil die haben ja was Gutes gerade am Laufen, ne? Ich glaube nicht, dass die aufhören werden. Kommt bestimmt noch mindestens ein dritter Teil, ne? Will ich jetzt mal raten. Gut, ja, der Kampf, der hat es in sich. Ich fand den letztendlich aber nicht schwieriger als der Kampf gegen Darth Vader, es fühlt sich irgendwie so ein bisschen in Character an, ne? Der Kampf gegen Vader schwieriger war als der gegen Bo, ne? Harrison Deutsch. Also ja, gut. Ich werde jetzt raten, dass ich gleich eine Trophäe bekomme für Story-Abschluss. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch den Gegnerleitfaden und so freigeschaltet habe. Wenn nicht, dann habe ich irgendwo einen Gegner verpasst. Keine Ahnung. Da muss ich diese Trophäe halt noch offscreen machen. Ich hätte mich gefreut, hier so on-screen, live und in Farbe hier so bekommen, aber ja, wenn nicht, dann ja, soll man machen, ne? Fazitzeit. Paul Schwanz. Was ein geiler Name. Der hat bestimmt voll den Großen. Also mir hat das Spiel gefallen. Ich habe vom Vegas gehört, dass das Spiel nicht so gut angekommen ist, weil es bei Release noch viele Bugs hatte und noch viele Fehler und so, die behebt werden mussten und so. Hatte so einen etwas rutschigen Einstieg. So, von was ich gehört habe, ich habe davon nichts mitbekommen. Ich weiß das nur vom Vegas. Weiß nicht, ob das, wie viel jetzt da dran ist. Also ich nehme jetzt mal an, er hat die Wahrheit gesagt. Ne? Also, warum sollte mich über so was anflug kann, ne? Also kein Grund hier irgendwie was anderes zu. Ich kann es halt nur nicht bestätigen. Ich habe mich da nicht schlau gemacht. Ich habe davon nichts mitbekommen, als das Spiel rausgekommen ist. Ich habe es ja ein bisschen später, glaube ich, geholt, als es rausgekommen ist. So ein paar Wochen oder so, glaube ich. Also ich habe von den ganzen Sachen alles nichts mitbekommen. Ich habe nicht so viele Bugs mitbekommen. Ich habe einmal den einzigen Bug, den ich hatte, war im ersten Bosskampf. Und hier ging die zweite Schwester, weil ich da die ganze Zeit irgendwie mit Kel die Hand so ausgestreckt hatte, ne? Obwohl ich Blocken gedrückt habe. Und ja, der Vegas hat darauf angedeutet, auch als wir da angekommen sind, in dem Part, dass ich R1 gedrückt habe, so, wo man ja Gegner hypnotisieren kann und abnehmen kann und all sowas. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich L1 gedrückt habe die ganze Zeit. Ich bin mir 100% sicher, ich habe L1 gedrückt. Und der hat trotzdem irgendwie diese Animation gemacht. Ich war irgendwie stecken, ich steckte irgendwie fest in dieser Animation. Und dann bist du einmal respawned und dann war halt wieder alles erledigt. Also von daher, fand ich jetzt nicht so Game Break mäßig kaputt. Das Spiel ist unspielbar mäßig oder so. Naja, also. Und ansonsten fällt mir jetzt auch nicht so ein, so auf den ersten Blick. So. Ich fand das Spiel war spielbar. Ich fand das Spiel hat Spaß gemacht. Genauso viel Spaß wie der erste Teil. Vielleicht sogar ein bisschen mehr Spaß, weil man halt mehr Sachen machen konnte. Man konnte schon am Anfang an hier Doppelsprünge und das ganze Zeug machen, Wandläufe durch die Gegend, Düsen im Sprung und so was alles. Naja, man hatte mehr Kampfstile, Waffen, mehr Gegner. Also ja, ich fand, da war ein guter Story. Kann man natürlich wieder so ein bisschen streiten, welche besser war. Ja, die erste war so ein bisschen bedeutender, so von der Story, habe ich so das Gefühl, ne, weil da irgendwie mehr so, keine Ahnung, da war mehr so irgendwie auf dem Spiel, irgendwie so im Sinne von, ja, wir müssen
diese Archive finden, war das, ne? Glaube ich. Ich glaube, diese Archive musste man finden, die dann letztendlich doch zerstört worden sind von Cal. Und hier ging es eigentlich nur darum, irgendwie ein Zuhause zu finden, wo man nicht gejagt werden kann von Imperium. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass, falls ein neuer Teil davon rauskommen wird, dass das nicht lange anhalten wird, ne? So läuft das normalerweise in so Storys ab, ne? Und ja. Ich fand den Plot-Twist nicht schlecht, dass Boat letztendlich der Bösewicht war. Obwohl das irgendwie so ein bisschen von Dagon Garrett abgelenkt hat. Fand ich. Boah, was ist die Musik gerade so laut, ey? Ja, ich finde, Dagon Garrett hätte man irgendwie nur so ein bisschen mehr so rausholen können. Anstatt zu sagen, oh naja, jetzt haben wir unseren Hauptbösewicht erledigt. Was machen wir denn jetzt? Jetzt müssen wir einen neuen aus dem Ärmel schütteln, ne? So kam er so ein bisschen rüber mit Boat, ne? Und ja. Aber ich mag solche Plot-Bösewichte, ne? So ein Charakter, der schon die ganze Zeit irgendwie da war und letztendlich ist der dann doch der große Böse, ne? Ich mag das eigentlich. Deswegen, ja. Kann man halt machen, ne? Wieder Gastauftritt von Darth Vader und Boba Fett, da war natürlich sehr cool, ne? Kann man ja immer mal machen, ne? So ein Kampf gegen Darth Vader hat auch sehr gebockt, ne? Weiß nicht. Also mir hat das Spiel gefallen, also ich würde es weiterempfehlen. Kann man mal machen, ne? Wenn man ein Star Wars Fan ist, ne? Oder allgemein so von Action-Spiele, ne? Ich weiß nicht, wie dieses genaue Genre überhaupt heißt, so. Hack and Slay, Souls-like, ist ja schon mehr so Souls-like eigentlich, ne? Ja. Also mir hat Spaß gemacht, mehr kann ich nicht sagen, ne? Ja, auf nächsten Schwierigkeitsgrad gespielt, von daher war es auch sehr guter Schwierigkeitsgrad her, ne? Wenn es ein bisschen einfacher gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich ein bisschen zu langweilig für mich gewesen. Aber ich kenne das Spiel nur. Ich kenne den Vorgänger auch nur auf den höchsten Schwierigkeitsgrad, deswegen natürlich spiele ich diesen Titel auf den höchsten Schwierigkeitsgrad. Wenn der nächste Teil rauskommt, werde ich ihn auch auf den höchsten Schwierigkeitsgrad spielen, ne? Obwohl diese ganzen Machtrisse schon ein bisschen Overkill waren, ne? So zwei Rancors auf einmal, ne? Also ich glaube nicht, dass das wird. Obwohl ich so das Gefühl habe, so gegen Ende wurde ich immer besser in dem Spiel irgendwie, ne? Ich habe so das Gefühl, ich habe so relativ Fortschritt immer gemacht, ne? Nach oben. Das war doch gut, fand ich. Ne? Weil nicht. Das Kartensystem in dem Spiel finde ich immer noch nicht so gut mit diesen 3D-Karten, weil ich mit denen nicht so gut klarkomme. Das ist so eine persönliche Sache. Man konnte schnell reisen in dem Spiel, was auf jeden Fall sehr viel besser war als im ersten Teil, weil dadurch einen halben Planeten irgendwie durchzurennen. Falls du irgendwie eine Sache irgendwie vergessen hast oder so, ist ganz schön nervig. Also ja. Ich bin froh, die Art, wie sie es da reingepackt haben. Ja. Planeten. Weiß nicht. Ich fand ehrlich gesagt die Planeten nicht so gut wie im ersten Teil, ne? Du hattest ein bisschen von Coruscant, du hattest hier Kobo die meiste Zeit. Dann hat's dem zerstörten Mond. Du hast hier diesen einen Planeten hier, wo du gegen Boat, wo du Boat getroffen hast. Weiß ich nicht. Ich fand, da hat ein bisschen weniger. Da hätte man ruhig so ein bisschen mehr Abwechslung reinpacken können, ne? So ein paar buntere Planeten. Ich fand, die hatten halt irgendwie so ein bisschen das Gleiche an sich, ne? Im ersten Teil, was hast du da? Kashyyyk, da hast du hier diesen Planeten, wo Marin herkommt, Datomir. Dann hat's diesen Eisplaneten. Dann hat's also wo Cal ja sein zweites Lichtschwert bekommen hat und so, ne, wo er sein Lichtschwert repariert hatte. Katrinas Cyberman. Boah. Dann hat's was noch? Ja, Kashyyyk habe ich schon gesagt, ne? Ich fand, da hat es irgendwie so ein bisschen mehr Vielfalt, so, ne? Diesen einen Planeten, wo du hier die Ruinen gefunden hast, hier.
Ich hätte mal gern so ein. So, Coruscant war schon die richtige Richtung, aber ich hätte mal irgendwie so was wie Nasha da oder so. Ne? Ja, ich habe doch gerade meinen Controller rumgefummelt, um das zu verändern. So, Nasha da, so irgendwie so in den Slums, so. Was natürlich jetzt storymäßig funktioniert hat, wahrscheinlich nicht so, weil du musst ja die meiste Zeit bedeckt sein und flüchten, ne? Und dann jetzt irgendwie. Aber bei Nasha da wird das ja eigentlich funktionieren, ne? An so einem Wüstenplanet, Tatooine, so die ganzen Klassiker wären mal cool, ne? Aber muss ja auch mal wieder neue Planeten und so was hier einfügen, ne? Also gut. Ich hatte mir vorgenommen, meine beiden Solo-Projekte vor Ende des Jahres noch abzuschließen. Also auch hochladen weiß ich nicht, ne? Ob ich das noch rechtzeitig schaffe. Aber wenigstens abschließen, also aufgenommen haben, ne? Wir haben jetzt den. Wir müssen jetzt den 19. oder so haben. Den 19. Dezember haben wir jetzt, ne? Und Star Wars haben wir schon mal abgeschlossen. Jetzt fehlt noch Final Fantasy 16. Und ja, damit geht es auch mal endlich weiter. Tut mir leid, aber ich wollte irgendwie eher dieses Spiel spielen, ne? Und ich weiß nicht. Ist jetzt nicht so, als mir Final Fantasy 16 nicht mehr Bock gemacht hätte oder so, aber ich wollte mich jetzt erstmal so hinsetzen, fokussieren auf dieses Spiel. Und dann war ja noch Genshin Impact hin und wieder, aber da bin ich jetzt auch Gott sei Dank endlich mal so aufgeholt hier mit der ganzen Story. Das heißt, da habe ich jetzt auch nicht mehr so einen Druck hier dazu machen. Mit dem Vegas und mit dem Master bin ich jetzt auch jede Woche hier einmal am Aufnehmen. Also da läuft dann auch noch was. Dann gibt es dann auch wahrscheinlich, wenn ich hier mit Final Fantasy 16 auch noch fertig bin, dann wird es dann wahrscheinlich auch noch ein. Dann wird es dann auch noch ein Projekt geben und nicht zwei. Ne? Ich habe mich jetzt darauf festgelegt, ne? Ich finde, so einstündige Parts sind eigentlich relativ gut, ne? Ich meine, ja, die Parts sind natürlich sehr viel länger. Aber ja, dann sind die Projekte wesentlich schneller vorbei, ne? Wenn ich jetzt hier jeweils mal einen 30-minütigen Part gemacht hätte zum Beispiel, dann wären das jetzt hier 100 Parts. Das heißt, ich würde jetzt hier doppelt so lange dran sitzen, ne? Mit wie viel Part ist da der 53. Das geht noch, finde ich jetzt eigentlich, ne? Also die Zeiten, wo ich irgendwie so 200 Parts irgendwie so hochgeladen habe, so wie damals Tales of Graces, da war glaube ich mein längstes Projekt. Nee, gar nicht wahr. Fallout. Fallout 4, ich habe da letztens schon nachgeguckt. Fallout 4 mit irgendwie 400 Parts war glaube ich mein längstes Projekt. Aber ja, da habe ich auch wirklich alles gemacht. Nee, da habe ich alles gemacht, da habe ich alles getan, alles gesucht, gefunden, getan, getötet, gegessen, gesammelt. Und da habe ich glaube ich auch so mit so 20-minütigen oder 30-minütigen Parts angefangen, ne? Weiß nicht. Dann hast du halt eben ein paar längere Parts. Aber dann sind die am wenigstens auch hier. Keine Ahnung, wie lange habe ich jetzt hier dran gesessen? 2-3 Monate, ne? Dann sind die wenigstens auch nach der Zeit irgendwann fertig, ne? Mehr passt das mehr. Ich krieg sowieso nicht so viele Views, von daher. Ob ich jetzt bei einem 30-minütigen Projekt weniger Views bekomme oder beim einstündigen Part. Also für mich macht das keinen Unterschied. So. Weiß nicht, was ich hier noch sagen soll, ehrlich gesagt. Quests sind ganz schön lang. Ich überlege gerade, was ich hier nur so ansprechen soll. Ich hoffe, ich habe jetzt hier alles so abgestaubt, hier so trophäenmäßig und so. Da war noch eine Sache, die ich irgendwie erkunden konnte, ne? Aber ich konnte das ja nicht untersuchen. Sie unter dem Raum, wo Boat war, ne? Konnte ich ja noch irgendwie was analysieren oder scannen oder irgendwie so, ne? Aber irgendwie konnte ich ja nicht darunter, ne? Vielleicht kann ich ja gleich mal nachgucken oder so. Ich weiß ja nicht, ob ich noch mal gegen Boat kämpfen kann oder so. Gegen Vader will ich mal mit Kel kämpfen. Das wäre doch cool. Hm.
Oh. Gabs, Bravo, Ash, Javi, Commander Lang, Boba Fett, Scott Lawrence, okay. Nicht James Earl Jones. War ja klar, ne? Also die englische Version, ne? Aber ist auch schon lange nicht mehr, ne? Wenn ich mich nicht irre. Sieht man hier irgendwo den Namen von dem Schauspieler, der Kerl gespielt hat? Weiß ich nicht. Cameron Monaghan, keine Ahnung. Okay, cool. Irgendwas wollte ich nur sagen, habe ich jetzt wieder vergessen. Weiß nicht, was ich noch ansprechen wollte. Irgendwas wollte ich gerade sagen, dann direkt wieder entflogen. Keine Ahnung. Ja gut, Star Wars ist vorbei. Wie gesagt, Final Fantasy 16 geht dann nächstes Mal weiter. Da sind wir auch nicht sehr weit entfernt von dem Ende, ne? Ich sehe ja hier schon bei dem Hauptmenü bei meiner PlayStation, da ist ja so eine Anzeige hier. Also bei dem Spiel nicht, also bei Final Fantasy 16 irgendwie. Bei Genshin Impact hat man das auch, also bei mir steht da 60%, was irgendwie nicht sein kann, weil ich habe irgendwie tausende von Stunden schon in dem Spiel drin, ne? Weil ich jeden Tag hier meine Dailies und so was alles mache. Und ich habe nur 60%. Ich nehme an, weil ich hier nicht die ganzen Legendenaufträge und Hangouts und so was alles gemacht habe, ne? Und also nicht die Story oder so, ne? Keine Ahnung. Naja, bei Final Fantasy 16 war ich schon so bei 90%, irgendwie so, auch so 91, 92, da war ich auch nicht mehr weit entfernt. Ja, wird auch nicht mehr lange dauern. Vielleicht, wenn ich das richtig schaffe, kriege ich das noch hin. Der Vegas ist am diesem Wochenende verhindert, weil wir nehmen immer am Samstag auf, ne? Und diesen Sonntag, also ich weiß nicht, ob das diesen Sonntag ist, aber der 24. ist an einem Sonntag, also Weihnachten. Und da ist er ein bisschen verhindert, so, ne? Wegen Weihnachtsfeiern und so, ne? Mit Verwandten. Das heißt, ich werde dann, ich sage, wenn ich wahrscheinlich schon alle Diablo-Parts rausgepumpt haben, dann kann ich dann irgendwie vom Master hier die Resident Evil-Parts und Final Fantasy 16, wenn das alles so funktioniert, wie ich mir vorstelle, ne? Wenn ich Loopats aufnehme, was ich mir vornehmen werde jedenfalls. Und ja, wenn ich Glück habe, je nachdem wie viele Jesus Sanchez, dann wenn ich noch ein bisschen Glück habe, schaffe ich das noch dieses Jahr mit meinen beiden Projekten, ne? Und dann so am 1. Januar werde ich dann wahrscheinlich ein neues Projekt anfangen. Aber dann auch nur eins, ne? Gibt auch gar nicht so viele Projekte, die ich irgendwie so spiele, auf die ich mich gerade ja so freue oder so, auf die ich die spielen will in Zukunft, ne? Final Fantasy 16, Jedi Survivor, da waren ironischerweise die beiden Spiele, die ich haben wollte für meine PS5, ne? Und ja. Dann habe ich sie beide gehabt, habe ich beide gespielt. Haben mir beide Spaß gemacht. Und ja. Dann sind wir auch damit fertig, bald, ne? Bin zufrieden mit meiner PS5. Ich bin zufrieden. Lass mich mal kurz einen Schluck trinken. Wo ist mein Getränk nach Wahl? So, ich weiß, eine Menge Leute haben in das Spiel gearbeitet, also langsam gehen mir so die Sachen aus, über die ich reden kann. Ich kann ein Stück von meinem Keks hier ja essen, ne? Ja, selbst gemacht. Selbstgemachte Spritzgebäck vor Weihnachten. Hm.
so bestückt mit gefärbten Zuckerguss, ne? Gemacht aus Puderzucker in verschiedenen Formen, also Ausstechformen, ne? Ich hasse ja gerade, was sollte halt eigentlich ursprünglich sein? Ich spreche ja die ganze Zeit einen Stern. Ich spreche ja die ganze Zeit so ein paar Ecken ab. Da. Okay, bravo. Boah, Entschuldigung. Ah, ja, hätte ich mal gucken sollen, aber ich nehme an, das steht da nicht. Dwayne The Rock Johnson. Wird ja sowieso nicht da stehen. Ich rede von der deutschen Stimme, die. Ich weiß ja nicht, wie die deutsche Stimme von Dwayne Rock Johnson ist. Er heißt. So, meine Vorhersage, wie der dritte Teil aussehen wird, welcher offensichtlich irgendwann kommen wird. Wir chillen auf diesem Planeten, auf Tanalor. Das Imperium kommt irgendwann, findet davon raus. Wir müssen davon flüchten. Und dann irgendwas anderes machen, ne? Wir Kata wird dann wahrscheinlich bei uns sein, so wie sie jetzt ist, ne? Nur halt, sie wird dann erwachsen sein, ne? Mary wird vielleicht noch bei uns sein, Grease wird vielleicht noch bei uns sein, keine Ahnung. Dann werden in dem Teil wahrscheinlich Grease und Mary drauf gehen. Keine Ahnung. Irgendwie sowas wird noch halt passieren, ne? Jesus. Schon wieder Jesus. Ja, irgendwie sowas wird noch passieren. Ich habe so ein Gefühl, Darth Vader könnte eine größere Rolle spielen in dem dritten Teil. Einfach nur, weil wir hier, weil er immer eine etwas größere Rolle bekommt, habe ich so ein Gefühl. So immer wieder, ne? Ich habe ehrlich gesagt gedacht, wir knüpfen uns auch noch mal Vader vor, also der knüpft sich uns vor, nehme ich an, aber ja. Ja, da war nur so ein bisschen Fanservice halt, ne? Was ja gut ist, ne? Was ja gut ist, ne? Ja, der Vegas hat natürlich gemeint, Leute fanden das nicht gut, dass er irgendwie so gestruggelt hat mit Seer. Aber ja. Es ist ein bisschen komisch, irgendwie Vader hier so überpowered aussehen zu lassen, wenn der einfach nur alle Sachen, die auf ihn zukommen, einfach wegtanken, ne? Also ja, er sieht vielleicht irgendwie voll kaputt aus, so, es war so am Humpeln oder so, als er weggegangen ist, aber er ist auch zur Hälfte Maschine, von daher war er halt beschädigt, nehme ich an, ne? Vielleicht war das der Grund, nicht weil er irgendwie verletzt war oder so, oder irgendwie fast am Sterben war oder so, was er definitiv nicht war. Der Typ ist in den Vulkan gefallen und hat überlebt. Ich glaube, der Typ war ziemlich okay. Aber ja. Aber vielleicht kommt im dritten Teil dann auch mal Boba Fett vor, ne? Wir haben so ein kleines Match mit Boba Fett, ne? Wäre auch cool. Aber Cal muss ja irgendwann mal. Irgendwann muss er ja mal hier drauf gehen, ne? Weil sonst wird sich natürlich jeder fragen, hey, wo war der Typ in der 4., 5. und 6. Episode, ne? Wenn Luke Skywalker ja eigentlich die letzte Hoffnung sein sollte, ne? Wo war ein Cal die ganze Zeit? Der hätte ja voll helfen können und so, ne? Hm? Das ist ja immer so die Sache, ne? Die ganzen Charaktere, die müssen immer alle aus dem Weg gehen. Die müssen alle aus dem Weg geräumt werden, ne? Damit die originalen Filme noch Sinn machen, ne? Aber ich glaube, das machen die jetzt sowieso auch ein bisschen lockerer, ne? Ja, mit Ahsoka hat, glaube ich, auch noch die Zeit von Luke irgendwie überlebt, ne? Was ja. Ich weiß nicht, ob das respektlos gegenüber den originalen Trilogie ist oder die halt absichtlich machen, weil die keinen Respekt vor der originalen Trilogie haben oder weil die einfach nicht gut genug sind, irgendwie das so vernünftig zu schreiben oder so. Aber Ahsoka sollte nicht am Leben sein zur Zeit, wo Luke irgendwie noch schon die Galaxis gerettet hat, ne? Weil sonst
macht das hier die gesamte die gesamte Geschichte kaputt, ne? Dass Luke irgendwie die letzte Hoffnung sein soll, ne? Die neue Hoffnung, ne? Die letzte Jedi und all sowas, ne? Deswegen heißt es ja die Rückkehr der Jedi-Ritter, ne? Also ja, da muss man schon halt so ein bisschen dran denken, ne? Wenn man so eine Geschichte schreibt. Aber da Ahsoka jetzt die ganze Zeit alles überlebt hat, fragt sich natürlich jetzt jeder so, hey, warum hatten die nicht geholfen, als warum hat die den Rebellen nicht geholfen und so, ne? Warum hat die nicht gegen Darth Vader geholfen und all sowas, ne? Ja, er hat jetzt wieder so die ganzen Fragen, ne? Die man sich dann stellt und die dann Probleme aufbringen. Da kannst du halt nicht machen. Oh, Adrian Lee und Lily. So. Oh mein Gott. Die Credits sind jetzt schon vielleicht eine halbe Stunde lang. Und ja, ich könnte die natürlich wegdrücken, aber ich bin immer der Meinung, wenn man irgendwie ein Spiel durchgespielt hat, dann sollte man sich wenigstens die Credits einmal anschauen, ne? Auch wenn man sich die ganzen Namen nicht hier merken kann. Ich meine, wie soll man das auch machen, ne? Und die sich so in sich aufnimmt, ne? Aber ich finde, die Macher haben es so einmal verdient, hier die Credits irgendwie durchzulaufen, ne? Also da man die einmal bewundert, so hey, diese Leute haben ja an dieses Spiel gearbeitet, ne? Ich finde, da wäre respektlos, jetzt einfach die Credits einfach so wegzudrücken, ne? Deswegen lasse ich die immer durchlaufen, ne? Oh. Deswegen setze ich jetzt auch hier eine halbe Stunde, ne? Und noch eine weitere halbe Stunde, je nachdem, ne? Wie das gehört sich einfach nur so, ne? Das ist auch meine Philosophie in Sachen Let's Plays. Nehme ich an, ne? Das ist so mein Mantra, wenn es ums Let's Plays geht, ne? Zählt die Musik wieder ab. Die Musik ist so laut in meinem Kopf. Ich muss voll dagegen anschreien. So. Ich weiß nicht, wann dieser Part hochgeladen wird, ne, aber falls, es wird definitiv vor Weihnachten noch hochgeladen, ne? Wie viele Parts habe ich jetzt hier? Ich glaube, einen habe ich noch auf Lager. Vielleicht hau ich die auch einfach raus irgendwann, ne? Keine Ahnung, ich habe jetzt 1, 2, 3 aufgenommen heute. Wir haben jetzt Montag. Ich könnte... Ich könnte jetzt... Den einen Part, den ich noch habe, kann ich dann so freischalten. Dann habe ich drei Folgen pro Tag. Dann habe ich einmal Diablo, ich habe einmal Resident Evil und Star Wars. Aber dann habe ich die wenigstens noch mal alle vor Weihnachten hier raus den Weg geräumt, ne? Wenn das so abläuft, dann wird morgen der vierte Part ist das hier. 51, 52, 53, das ist der 53. Erst am Dienstag kommt der 50. Mittwoch 51, 52 und dann müsste das hier Freitag sein. Ne? Also wenn ich jetzt ab morgen alle Parts nochmal hochlade, dann habe ich alle Parts vom Star Wars vor Weihnachten noch hochladen, ne? Und ich werde mich definitiv die Woche noch mal hinsetzen, um Final Fantasy 16 aufzunehmen. Und ich weiß nicht, wie viele da noch kommt. Aber wenn es weniger als 5 Parts sind,
dann John T. Williams, ja. Also ich hab der mit T einen zweiten Namen hatte. Ja, je nachdem wird Final Fantasy auch noch abgeschlossen sein vor diesem Projekt, vor diesem Jahr, Jahresende. Ich bezweifle es. Je nachdem, wie viel Part noch kommen, ne? Was soll ich tun, von Samstag aus anfangen? Da passiert halt, wenn mir irgendwie die. Da passiert halt, wenn mir hier so die Sachen ausgehen, über die ich reden kann, ne? Dann denke ich irgendwie an so Sachen hier. Dann denke ich irgendwie so, wie mein. Wie meine YouTube-Karriere gerade weitergeht. Die Musik ist so laut, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, man wird mich nicht hören können, wenn der Musik hier. Ja, was soll man machen, ne? Keeper of the Holocron, what? Was ist das denn? Bewahrer des Holocrons? Na. No. Mein Gott, die Credits sind länger als die von einem offiziellen Star Wars Film. Ich bin mir ziemlich sicher, die Credits sind viel länger als die von den neuen Episoden. Meine Güte, ey. War noch Keks. Ein Stück von dem Keks in der Ecke von dem Stern hier. Ja. Das Ecke jetzt bröselt. Ich will eine neue. Nom nom nom. Also ja, ich sag schon mal frohe Weihnachten an alle, ne? Ich nehme an, dieser Part wird hier am Freitag hochgeladen sein. Oder am Samstag spätestens, ne? Wahrscheinlich Final Fantasy 16 an Anfang Samstags hier hochzuladen. Da haben wir ein paar Final Fantasy am Heiligabend. Das ist auch schön, ne? Und ja, gut. Das ist so mein Plan für diese Woche. Für meine Weihnachtswoche, wenn es um meine Let's Plays geht, ne? Und ja, gucken wir mal. So. Ich hoffe wirklich, es wird keine Probleme geben, so. Mit der Musik hier am Ende, ne? So, das Urheberrecht, ne? Das finde ich dann ein bisschen doof. So langsam wird der Part aber so ein bisschen lang, deswegen weiß ich nicht, ob ich das jetzt in zwei Parts einschneiden soll. Weil dann bin ich definitiv nicht vor Weihnachten fertig, wenn ich das jetzt nur in zwei Parts hier schneide, ne? Aber extra so ein Part hier. Die Credits waren jetzt schon 30 Minuten lang. Also ich werde jetzt nicht extra ein Part hier für die Credits machen. Werde ich dann so da reinpacken, ne? Very special thanks to George Lucas. Ja, natürlich. Es gab mal eine Zeit, da habe ich gedacht, der Typ heißt Lucas George, ehrlich gesagt. Anstatt George Lucas. Da war ich noch sehr jung. Of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchant ability. Ja, warte, jetzt kommt der Copyright alles. So am Ende, nachdem man das Spiel durchgespielt hat und schon hochgeladen hat und so, ne, auf YouTube. Ja, ich weiß es. Ich mache das schon seit 10 Jahren.
Ich verdiene kein Geld mit den ganzen Videos hier. Ich bin mir ziemlich sicher, einige Leute können Geld mit meinen Videos machen, also die offiziellen Unternehmen, ne? Aber ich verdiene keinen Cent hier auf meinem Kanal, von daher ist es jetzt nicht, ich weiß nicht. Ist es bei mir, ich bin ein bisschen so auf der sichereren Seite, als jetzt zum Beispiel jemand, der irgendwie ja als 2 Minuten irgendwie Werbung schalten würde, ne? Und das Übliche, ne? Du darfst nicht sagen, dass das Eigentum, dass du Eigentum von diesen bist. So, ja, ich bin offizieller Arbeiter von LucasArts oder irgendwie sowas, ne? Darfst du alles nicht sagen, natürlich. Du darfst das Spiel nicht irgendwie den Dreck ziehen. Und irgendwie weiß ich nicht, irgendwas Schlechtes sagen. Und ja, es gibt einige Leute, die irgendwie darauf nicht so gut zu sprechen sind, ne? Wenn zum Beispiel ein Nintendo-Spiel, ich glaube, Nintendo ist irgendwie so ein bisschen, wie nennt man es, so ein bisschen zimperlich, wenn es um so was geht, ne? Du darfst jetzt zum Beispiel irgendwie kein Video hochladen, so, ah, dieses Spiel ist kacke, ne? Dieses Nintendo-Spiel stinkt und ist voll doof, ne? Und dann haben die irgendwie so was recht zu sagen, ey, hör mal. Wir mögen es nicht, dass du ja unsere Marke in den Dreck ziehst, ne? Tu mal die Videos hier runterhauen. Unreal Engine. Hat Unreal Engine irgendwas mit Unreal Tournament zu tun? Weil das U sieht irgendwie genauso aus. Das ist ein uraltes Spiel, was ich mal damals gespielt habe. Ich habe mich schon lange gewundert, ob das irgendwie so ein Zusammenhang damit steht oder ob das einfach nur ein Zufall ist. Vielleicht war das irgendwie der Anfang von Unreal Engine. Und da kommt noch was. Boah, eine halbe Stunde. Ich weiß ja schon gar nicht mehr, was jetzt hier passiert ist. Das ist zwar nicht das, was wir erwartet hatten, aber das ist jetzt unsere Heimat. Ja, Grace. Wie, das ist nicht das, was wir erwartet haben? Was ist das wohl? Was habt ihr denn erwartet? Es liegt eine Menge Arbeit vor uns. Hat ihr ein Casino irgendwo? Es dauert, den versteckten Pfad zu erreichen. Und die Anachoreten zu finden. Und einen Salon zu bauen. Es war gruselig hier, aber ich sehe durchaus Franchise-Potenzial. Das hier gehört dir. Es braucht nur eine Person, die einen Fehler macht und so sagt, so, hör mal. Hör mal, du wurdest hier irgendwie getrackt und auf einmal weiß das Imperium, dass wir alle hier sind. Ne? Genauso wird das ablaufen. Irgendjemand wird einen Fehler machen, irgendeinen schlampigen Fehler. Was denkst du, Kata? Dann weiß das gesamte Imperium, dass wir hier sind. Sollen wir es probieren? Na, was ist denn das? Ja. Los geht's. Yo, das wollte ich hören. Sehr gut. Dann was ist denn das? Du bist sicher hungrig. Ich mach was zu essen. Hattest du schon mal ein Scar-Steak? Das ist halt Wasser hier, oder was? Okay. Reise abgeschlossen. Du hast das Ende deiner Reise erreicht. Allerdings kann die Galaxis frei erkundet werden und vielleicht gibt es weitere Geheimnisse zu entdecken. Neue Reise Plus. Ist jetzt genau alle kampffähig. Kampfstile und kosmischen Merkte sind vorhin einen neuen Boni-Lichtschwertfarben freigeschaltet. Was sind damit eingegangen? Alle Fähigkeitspunkte werden ebenfalls in ein neues Spiel übernommen. Kostenlose Vorteile. Reinheit erhöht den Waffenschaden von Verbündeten und Gegner deutlich. Krieger setzt Standardgegner durch neue, schwierigere Kämpfe. Trendsetter wird dein kosmetisches Objekt zufällig aus, wenn du ausgeschaltet wirst. Was? Was? Was war das denn? Ich habe noch nicht mal 3 gedrückt. Hat das Spiel sich irgendwie noch zu den letzten Move im Kampf irgendwie nur so gemerkt und den eine halbe Stunde lang festgehalten und den dann abgeschossen? Was? Ja, ne, nicht hier. Oh, ich dachte hier war das irgendwo. Ich dachte, hier werden die Dinger. Hier so Trendsetter und so.
So, jetzt habe ich aber nicht die Trophäe bekommen für alle Gegner. Wo habe ich denn hier bitte schon einen Gegner noch verpasst? %95, wo finde ich denn das? So, oh. Wartet. Green, oh, schön. Meine erste Platin-Trophäe auf der PS5. Ne, gar nicht wahr. Meine erste war Honkai Star Rail. Als ich mich zum ersten Mal irgendwie, wenn ich zum ersten Mal die PS5-Version runtergeladen habe. Und da mein Spielstand von der PC-Version übernommen habe, wo ich schon alles erledigt hatte, habe ich irgendwie direkt, als ich das Spiel installiert hatte, alle Trophäen gehabt. Oder so gut wie alle Trophäen. Das ist meine zweite Platin-Trophäe, aber es ist auch nicht schlecht, ne? So, jetzt will ich aber mal gucken. Was ist das hier? Ich nehme dabei einfach nur meinen Weg, ne? So, cool. Ich nehme dann jetzt mal einfach an, ich bin fertig mit allen, ne? 95%, ich weiß nicht, was mir hier schon wieder alles noch gefehlt, ne? 95%. 5%, ich weiß nicht, was für 5% mir hier noch fehlen. Aber ist mir egal. Scheint ja nicht auf die Trophäen hier irgendwie Einfluss zu haben. Ist ja irgendwelche Lebewesen. Ich habe versucht, irgendwie was zu rufen, aber kommt nichts. Gut. Ich will mal gucken, ob ich da dieses eine Ding noch finden kann. Ob ich da runtergehen kann. Und letztes Mal, als ich da runtergegangen bin, bin ich direkt gestorben. Ob ich gegen Boat noch mal kämpfen kann. Ich nehme einfach mal nicht, ne? Ja, aber doch gut, wenn man einfach nur so die die Bosskämpfe noch mal bekämpfen kann, ne? Da wird leider nicht der Fall sein, nehme ich an, ne? Okay. Gut, gucken wir mal, ob wir diese eine Datenbank hier noch jetzt wird mit mir ja nicht angezeigt. Geister Stern, wo magst du sein? Nah oder fern, von mir allein. Ich halte wach die ganze Nacht, wenn du mich beschützt. Geister Stern, versteckst du dich? All deine Freunde leuchten ewig licht. Ist der Himmel klar? Spür ich, du bist da, wenn dein Blick mich stützt. Geisterstern, bist am Himmel. Warum? Ich finde, das hätte nicht so enden müssen, ganz ehrlich. Zeig mir dein Licht. Mein Mann hat jetzt gemacht, dass Boats irgendwie jetzt noch gestorben ist. Jetzt mal ganz ehrlich. Statt irgendwie so ein Risiko einzugehen, dass hier seine Tochter sicher ist oder so, ne? Hat er lieber irgendwie versucht, Kel zu töten und so, ne? Ich meine, das hätte nicht so enden müssen, ne? Aber ich kann da gar nicht rüber, glaube ich. Jetzt haben wir ja was. Ja, das ist ordentlich. Okay. Also wäre ja fertig, ne? Mehr gibt's ja nicht. Meine Datenbank ist immer noch. Oh, jetzt ist auch wieder alles hell, sehe ich gerade. Wir haben nicht mehr die Dunkelheit. Oh, ich hätte gedacht, da wären auch irgendwie so
Da wäre auch so eine Sache, die ja 96%. Da wäre auch so eine Sache, die ich mir angedacht hätte, die im nächsten Teil kommen würde. Ne? Dass Kelle irgendwie so seine irgendwie dunkle Mächte haben wird. Ne? Da wäre auch so ein Thema gewesen wahrscheinlich. Ne? Aber okay, gut. Ja, dann haben wir ja einen etwas überlangen Part, ne? Aber was soll man machen, ne? Ich teleportiere mich mal kurz zurück zur Mantis. Und dann verabschiede ich mich ein letztes Mal von diesem Projekt, ne? Ja. Gut. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte in den Credits. Und mehr gibt es ja eigentlich nicht zu sagen, ne? Außer, wenn euch dieser Part gefallen hat, hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, für jeden, der sich das Projekt angeschaut hat. Und wir sehen uns dann in irgendeinem anderen Projekt oder in einem neuen Projekt. Haltet die Ohren steif. Und möge die Macht mit euch sein. Ciao.